Wir sind heute hier im Dr. Max-Otto-Pucker-Haus in Lahnstein und werden ein kurzes Interview zum Thema Corona, zur aktuellen Situation und ihren Auswirkungen führen. Mein Interviewpartner ist der psychologische Psychotherapeut Hasan El-Khomri. Hasan, du betreust hier im Haus Patienten, bist Referent in verschiedenen Seminaren und normalerweise auch jeden Montag findet ein kostenloser Gesprächskreis statt für psychisch belastete Menschen. Jetzt ist es so, dass aktuell die Seminare abgesagt werden, dass der Gesprächskreis, der auch vielen Menschen Halt gibt, jetzt nicht stattfinden kann. Und das bringt uns gleich zu dem Thema von dem Interview, nämlich du als Therapeut, du hast sehr tiefe und ehrliche Einblicke auch in die Lebensrealität der verschiedenen Menschen, denen du begegnest. Und welche Reaktionen der Bevölkerung kannst du dabei sowohl im privaten Rahmen als auch im therapeutischen Arbeiten feststellen? Erstmal vielen Dank, dass ihr da seid und vielen Dank für die Fragen. Im privaten und auch im therapeutischen Rahmen sind die Reaktionen sehr unterschiedlich. Ja, von ablehnend bis akzeptierend bis verteidigend. Manchmal ist es auch so schwierig, auch in Diskussion miteinander zu gehen, weil manche Menschen auch eine kritische Haltung nicht zulassen. Das kommt ja daher, dass auch die mediale Berichterstattung auch sehr einseitig ist und eine andere Meinung, eine abweichende Meinung nicht zulässt. Und wenn man jetzt die aktuelle Situation anschaut und gerade Menschen mit psychischer Belastung dabei anschaut, wie wirkt sich jetzt diese gesamte Situation auf diese Menschen aus? Da bei psychischen Störungen müssen wir ja das Individuum im Auge behalten. Und die Einflüsse der Krise sind unterschiedlich. Je nachdem, wie stabil die Menschen sind, je nachdem, ob sie soziale Unterstützung haben und je nachdem, ob sie auch in Kontakt mit Menschen stehen, die selbst locker drauf und die Sache einfach realistischer sehen oder in Kontakt mit anderen Menschen stehen, die selbst Angst haben. Es gibt ja bestimmte Menschen, die keine soziale Unterstützung haben und auch psychisch sehr belastet sind. Dann hat die Krise zur Folge, dass die Ängste nochmal schlimmer werden, dass die Depression auch noch schlimmer wird, bis hin zu Suizidgedanken. Es gibt ja andere Menschen, die eine soziale Unterstützung haben, die können auch von der Krise positiv profitieren. Ich habe Klienten, bei denen ist der Druck der Arbeit weg und die haben einen liebevollen Partner oder Partnerin und sie können ihren Alltag anders gestalten. Die profitieren von der Situation, das heißt, sie haben eine Sicherheit, so dass sie die Krise auch positiv für sich bewältigen können und daran auch wachsen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich von einem Menschen zu dem anderen. Hauptsache, was wir im therapeutischen Alltag auch wissen, dass die Mehrheit der Menschen, die psychisch sehr belastet sind, dass sie auch keine soziale Unterstützung haben und dass die Krise bei denen auch zur Verstärkung der Symptome führen kann. Jetzt gerade in dem Aspekt, wo du sagst, dass sie keine direkte Unterstützung haben, aber sie vielleicht trotzdem noch Menschen in ihrem Umfeld haben. Was können jetzt quasi Angehörige, Familienangehörige tun, um den Menschen mit psychischen Erkrankungen, mit Depressionen, mit Ängsten, um denen jetzt in dieser Situation beizustehen? Ja, genau. Das ist ja auch, was ich mit sozialer Unterstützung meine, dass die Angehörigen und die Menschen, die einem nahestehen, auch ihre Nähe zeigen und dass sie auch signalisieren, wir sind einfach für sie da. Es ist ja wie bei allen anderen Krisen und bei anderen Belastungen, die Liebe ist das Entscheidende. Wenn die Menschen bereit sind, ihre Liebe zu zeigen, diese Liebe auch auszuleben im Alltag, dann können sie ihre Angehörigen, die Depressionen haben und Angst haben, auch viel unterstützen. Weg von der Haltung, dass die Menschen sich zusammenreißen müssen und dass sie anderes denken müssen, hin zu mehr Verständnis, mehr Geborgenheit, mehr Liebe und darauf zu achten, dass auch Menschen, die Depressionen haben, die Angst haben, auch eine Art, eine Selbstbestimmung haben. Das muss auch respektiert werden, auch in solchen Situationen. Auch wenn man als Angehöriger manchmal das Gefühl hat, oh, die drehen ganz durch oder das geht gar nicht. Es gilt immer, darauf zu achten, dass ein Gefühl der Wärme, der Liebe, der Geborgenheit da ist und Verständnis zu respektieren, wie der andere Mensch denkt und wie er sich auch fühlt.
Sehr schön, genau. Es ist wunderbar, wenn es da dieses Netz nach außen gibt und wenn in irgendeiner Weise das soziale Umfeld dabei auffangen kann an der Stelle auch. Genau. Jetzt ist es so, dass in der derzeitigen Diskussion ein bisschen der Punkt außer Acht gelassen wird, dass die gesamten Restriktionen, das Kontaktverbot, die Ausgangsbeschränkungen, dass sie auch viele Menschen treffen, die, ich sag mal, Probleme in ihrem häuslichen Umfeld haben. Wie würdest du jetzt zum Beispiel die Auswirkungen der Maßnahmen zum Thema häuslicher Gewalt in Deutschland einschätzen? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Die Auswirkungen der Maßnahmen im Allgemeinen sind ja so nach dem Gießkannenprinzip gestaltet. Ja. Das heißt, das zeigt ja, dass wenige Spezialisten und Forscher an den Entscheidungen beteiligt waren. Das heißt, man hat nicht mit Soziologen gesprochen oder mit Psychologen gesprochen, die sich auch mit solchen Sachen auch beschäftigen, hat nicht mit Ärzten, anderen auch Virologen. Es gibt viele Experten im Land, die auch dazu beitragen könnten und können, dass die Maßnahmen auch gezielt und richtig gemacht werden. Man hat nach einem anderen Prinzip gehandelt. Und selbstverständlich bei Familien, wo schon vorher ja ein Klima des Stresses da, der Spannung da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Gewalt noch mehr wird. Gegen Frauen, aber auch gegen Kinder. Das ist auch wissenschaftlich in anderen Situationen auch mehrmals bestätigt. Aber auch jetzt gibt es wissenschaftliche Meldungen und Untersuchungen aus Frankreich zum Beispiel, aus Spanien, aber auch aus Tunesien, dass die häusliche Gewalt rapide angestiegen ist aufgrund dieser Maßnahmen. Weil ja die Menschen, wenn die Menschen auch auf engstem Raum aufeinander die ganze Zeit hocken und schon vorher ja die Beziehungen nicht so richtig stimmig sind, dann kann es schnell zu Gewalt kommen auch. Was würdest du jetzt Angehörigen, Freunden, Verwandten oder auch Nachbarn raten, die quasi ein ungutes Gefühl haben an einer gewissen Stelle, vielleicht verschiedene Streite durch die Wand miterleben oder irgendwie das Gefühl haben, dass jetzt Leute wirklich vor ernsthaften Problemen stehen? Was würdest du denen raten, wo können die Hilfe finden oder die Leute unterstützen? Ja, das, was wir in vielen Situationen, anderen Situationen auch brauchen, ein bisschen Zivilcourage. Ja? Auf die Menschen zuzugehen, auch eigene Meinung zu sagen und zu fragen, Interesse zu zeigen. Und wenn nichts anderes geht, vielleicht die zuständigen Behörden anzurufen und das mitzuteilen, dass etwas da in der Nachbarschaft oder irgendwo nicht stimmig ist. Auf keinen Fall die Augen zumachen und so zu tun, als ob nichts passiert oder geht uns das nicht an. Nee, doch, das geht uns an. Und das ist eine Ausnahmesituation und es können auch Ausnahmezustände entstehen. Das müssen wir uns immer bewusst machen und darauf auch reagieren. Nämlich zivilcouragiert und wenn es nichts anderes geht, dann die Behörden benachrichtigen, sodass so etwas auch möglichst schnell unterbunden werden kann. Sehr gut. Es ist ja so, dass die Situation für die meisten von uns grundsätzlich was ganz Neues ist, dass verschiedenste Sachen zusammenkommen, zum Beispiel das Fürchten um die Lebensmittelversorgung, was zu Hamsterkäufen führt, die Bedrohung der Bevölkerung im Allgemeinen, der Verlust des öffentlichen Lebens, dass sich die Leute nicht mehr treffen können, geschlossene Grenzen. Jetzt gibt es aber auch Menschen in unserer Gesellschaft, bei denen das Erinnerungen an frühere Erlebnisse schon weckt. Das heißt jetzt zum Beispiel ältere Menschen, die damals noch zum Zweiten Weltkrieg zum Beispiel miterlebt hatten, mit verschiedenen Situationen in ihrer Kindheit oder auch Geflüchtete aus anderen Ländern, die verschiedenste Traumata bekommen quasi. Welche Ängste und Themen können jetzt noch in den Menschen geweckt werden, wenn diese verschiedenen Situationen sich wieder an verschiedene Sachen erinnern dabei? Ja, genau, ist ja je nachdem, was die Menschen schon in ihrem Leben erlebt haben. Ja. Menschen, die Krieg, Zweiten Weltkrieg erlebt haben, klar, und die Hungersnot erlebt haben, Flucht auch erlebt haben, da sind diese Erlebnisse wieder präsent. Und deshalb sehen wir auch diese Hamsterkäufe auch, ja? Dass man versucht, in kurzer Zeit so viel für sich zu kaufen, wenn man Angst hat, kein Essen mehr zu bekommen. Obwohl wir wissen ja, dass man auch locker 30 Tage auch fasten kann. Aber trotzdem sind andere Beweggründe da, die dazu führen, dass die Menschen auch so ein Verhalten zeigen. Das kommt ja
daher, dass die Menschen in ihrem Leben etwas erlebt haben, was noch psychisch aktiv ist. Das kommt auch daher, dass die Art und Weise, wie die Maßnahmen eingeleitet worden sind, die zielen darauf, Angst zu aktivieren. Absichtlich oder unabsichtlich, das ist eine andere Frage, aber die aktivieren Angst. Und das führt auch dazu, dass die Menschen auch in seiner Angststarre kommen und alles tun, um sich selbst zu schützen und ihr Überleben zu sichern. Das führt auch leider im Endeffekt dazu, dass wir die Krise nicht positiv bewältigen können. Aus Angst heraus kann man keine Krise positiv bewältigen. Das heißt, dass man daran nicht wachsen kann und daraus nicht viel lernen kann. Es gibt auch viele Flüchtlinge, klar, das habe ich auch in der Praxis erlebt, die aufgrund dieser Maßnahmen auch das Gefühl bekommen haben, dass sie sich wieder in die ähnliche Situation befinden und dass die traumatischen Erlebnisse wieder aktiv geworden sind. Es gibt auch ganz individuelle Schicksale, zum Beispiel Menschen, die Unfälle gehabt haben oder die Angehörige in einem Unfall verloren haben, waren sie dabei und diese Sirenen und diese Maßnahmen, Polizei überall und Kontrollen, die aktivieren auch diese Erinnerungen und diese Ängste von damals. Das kommt daher, dass wir, wie ich am Anfang gesagt habe, dass wir nicht gezielt uns vorher gut überlegt haben, wie sollen diese Maßnahmen eingeleitet werden, welche Gruppe wird angesprochen, wie sollen wir diese Gruppe ansprechen, so dass auch, dass wir mehr die positiven Aspekte mehr in den Vordergrund stellen, als die Angst auszulösen oder zu aktivieren. Das heißt, dass es aber auch sogar bei, unbefangenen Bürgern, die, psychisch gesund sind, dass es auch zu belastenden Situationen führen kann. Was würdest du den Leuten raten, wenn es darum geht, dem vorzubeugen quasi? Das ist ja, wie in den Medien über das Thema gesprochen wird, ja? Wie viel Angst wird den Menschen gemacht. Es kann sein, dass gesunde Menschen auch Symptome, so Corona-ähnliche, infektionsähnliche Symptome entwickeln, obwohl sie gar nicht betroffen sind. Das Problem ist noch ein bisschen gravierender, wenn sich die Menschen anstecken. Angenommen, sie stecken sich da die Menschen an und sind infiziert und dann hören sie die ganze Zeit, dass das tödlich ist und dass sie weniger Chancen haben und dass sie zu einem, vielleicht auch zu einer Risikogruppe gehören, dann gehen die Menschen auch mit einer negativen Haltung in die Behandlung und das erhöht ja die Wahrscheinlichkeit auch, dass die Menschen, vielleicht bestimmte Menschen unter Umständen auch daran sterben. Das heißt, im Endeffekt bleibe ich dabei zu sagen, okay, wenn wir mit einer Krise umgehen müssen, wie diese Krise, als Gesellschaft, auch als Individuen, dann gilt es auch, sich gut zu überlegen, was wir den Menschen sagen und erzählen. Wenn die Menschen eine Krise erleben, dann sind sie psychisch so sensibel, dass jede Äußerung auch ihre Wirkung hat. Wenn ich einem Mensch sage, sie sind ein Risikopatient, das geht ihm nicht aus dem Kopf. Das bleibt im Kopf. Und wenn man schon infiziert wird, dann kann es sein, dass man so hoffnungslos in die Behandlung geht. Und das ist das Schlimmste, was wir Menschen antun können, Menschen, die wir eigentlich schützen sollen. Aber vielleicht habe ich auch die Frage vergessen, da habe ich ja deine Frage beantwortet. Doch, das passt sehr gut. Okay, sehr gut, ja. Jetzt haben wir allgemein über sehr viele belastende Themen, auch gerade das Thema Angst und verschiedene Sachen mit angesprochen. Siehst du in den aktuellen Ergebnissen auch eine Chance, dass wir als Gesellschaft oder auch als Individuum daran wachsen können? Genau, es ist ja, jede Krise bringt eine Chance mit sich, ja. Es ist so, in der Therapie, die Krise kann zu einer Chance werden oder die Menschen sind bereit, in die Krise eine Chance zu sehen, wenn sie ein Gefühl der Sicherheit verspüren, ein Gefühl der Sicherheit bekommen. Leider in dieser Atmosphäre sind wir weit weg davon entfernt. Wenn wir es schaffen, den Menschen ein Gefühl der Sicherheit zu geben, sagen, okay, es gibt eine Krise, es gibt vielleicht eine Bedrohung und es gibt diese Maßnahmen, wir achten auf diese Sachen und wir werden das auch, wenn wir es schaffen, wir kriegen das
auch hin. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, das auch gut hinzubekommen. Klar, dann können wir aus dieser Krise viel Positives für uns als Gesellschaft, aber auch als Individuen auch lernen. So, dass wir andere Krisen wie Klimawandel oder etwas anderes auch gut bewältigen können. Nun ist es so, wenn die Menschen aber Angst haben, da können sie nichts Positives aus der Krise lernen, können sie nichts Positives mitnehmen. Das kann nur ihre Ängste verstärken und es entsteht kein psychischer Gewinn in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung der Gesellschaft im Allgemeinen, aber auch des Individuums. Und wir haben auch noch Zeit, wenn wir auch versuchen werden, jetzt unsere Art, wie wir mit der Krise umgehen, zu ändern, hier Richtung positive Konnotation unserer Kommunikation. Und das wird den Menschen mehr Hoffnung geben, alles denen Angst zu machen, dann kann es sein, dass wir viel Positives auch als Gesellschaft von dieser Krise lernen werden. Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich an der Stelle sehr herzlich für das Interview. Ich habe zu bedanken. Dankeschön.